Sie ganz herzlich im Thalia zu der erneuten Vorstellung von Die Stille schreit. Man kann sagen, es ist zurzeit der erfolgreichste Film in Augsburg, denn in Kinos läuft jede Vorstellung des Westers ausverkauft. Auch die Vorstellung jetzt am nächsten Sonntag scheint auch voll zu werden und am kommenden Dienstagabend wird es auch voll. Und ja, wir planen weitere Vorstellungen, also wir wollen schauen, wie weit die Serie noch geht. Es gibt auch Schulvorstellungen, also an dieser Stelle der Hinweis, falls jemand Kontakt hat zu Lehrern, man kann den Film auch buchen für Schulvorstellungen. Ja, und es ist mir ein Vergnügen, ihn sozusagen den erfolgreichsten Regisseur vorstellen zu dürfen, Josef Prell. Herzlich willkommen zu unserem Film Die Stille schreit. Es ist ja ein Riesenerfolg hier in Augsburg. Wir freuen uns alle Beteiligten, dass den auch so viele Menschen sehen wollen, war ja auch Sinn der Sache. Irgendwo ist das so eine kleine Berlinale für Augsburg, sage ich jetzt mal. Und die Preisverleihung natürlich. Und ich möchte das Mikrofon gleich weitergeben an Miriam Friedmann. Es geht ja schließlich um ihre Familie in dem Film und die Geschichte ihrer Familie. Danke, Josef. Also auch ich sage, wir sind so froh, dass es so erfolgreich in Augsburg ist. Das zeigt, das geht uns alle an. Und diese Geschichte, ich glaube, geht das? Und diese Geschichte, obwohl es eine Augsburger Geschichte ist, könnte in ganz Deutschland gewesen sein. Also nachher stehen wir zur Verfügung, oder Josef wird das sagen, wenn Sie Fragen haben, können wir nachher ein bisschen darüber reden. Das war's dann schon. Wir wünschen Ihnen eine spannende, nachdenkliche 74 Minuten. Und wir haben anschließend ungefähr 30 Minuten Zeit, uns zusammen zu unterhalten, wenn Sie das gerne möchten. Dankeschön.